Obst richtig Schwierigkeiten rumzukommen, aber er macht das sehr clever, gutes Anspiel. Ja, sehr geduldiges Spiel, viel Konzentration. Wenn der Grafik verknüpft ist, können wir Ihnen das momentan nicht einblenden. Das sehen wir nochmal. 5:3 der Spielstand mit 7 Minuten. So lange da fast niemand, der was machen konnte. Mit Harris ist jetzt wieder einer da. Pape. Er kann den Wurf von draußen, starker Schütze. Ball wird in den Post. Harris hat das Mismatch gegen Mark Smith, da geht der Ball hin. Elias Harris clever. Füße auf den Boden setzt, also seine Fußarbeit. Hier ist die Hilfe von Camp gegen Harris, deshalb ist Cheatham frei. Toller Pass von Harris, einfache Punkte vom US-Amerikaner. Alles früh in der Uhr, weil sie da nicht die richtigen Matchups haben. Ja, ich glaube, Trinkieri taugt da das Spacing nicht. Es dauert ihm zu lange, bis da die Mitte frei ist. Winston attackiert. Schwer. Ist nicht der schnellste Spieler, aber unglaublich geschickt. Jetzt ganz klar, das ist das, was Birdie gerade meinte. Der geht nach vorne, hochprozentig trifft. Und von dem Rebounding haben wir gerade gesprochen. Wimbeck ist da und dann ein ganz elegantes Ding. Vom Nationalspieler unter dem Korb durch. Also normal steht er beim Wurf in der Luft hier. Viel, viel Hangtime und super Finish auf dem Weg zum Korb. Es fällt sehr, sehr schwer. Beim offiziellen Scouting steht es 25. Und 32 für den Münchner. Setzt und dann den Kick rausspielt. Ja. Oha, das ist wieder so ein typischer Smith. Und ja, er lässt sich auch gerne so ein bisschen nochmal danach. Frey, da sieht er natürlich Gillespie, da kann er nichts machen. Pass raus. Kemp ist da, Gillespie aber erst recht. Hier schöne Defensivaktion von Gillespie. Er ist ein Wahnsinnsverteidiger. Für mich ist er der beste Verteidiger, auch wenn Mavugbe zum stärksten Verteidiger der Liga gewählt wurde. Für mich ist Gillespie, der für mich auch, wenn wir hier nochmal die Punkte in Transition von Bonga haben, der für mich sogar in der Euroleague zu den besten Verteidigern gehört. Unglaublich, einfach nicht gegen diese Bayern-Mannschaft. So, nochmal Winston. Was er natürlich nicht tut, aber 26-35, gerade im Matchup mit Winston, da kittet er natürlich gerne im 1 gegen 1. Hier haben wir nochmal Winston zuvor. Mit Dreier. Mit guter Defensive, mit starker Präsenz in der Zone. 20 Punkte sind es am Ende. 87-67. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.